Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser Anime-Review. Wie ihr bereits im Titel gelesen habt, heute geht es um Johanne the Pelion Sunshine in the Mirror. Das war bzw. ist ein Spin-Off-Titel des Love Life Franchises, genauer gesagt Love Life Sunshine. Das Ganze lief im Simulcast bei Aniverse und ist immer noch dort zu sehen. Doch worum geht es denn genau? Das und vieles weitere erkläre ich euch jetzt. Wie bereits gesagt, ist Johanne the Pelion Sunshine in the Mirror ein Spin-Off der Love Life Sunshine Serie mit der namensgebenden Johanne im Fokus der Geschichte. Der Anime selbst spielt in einer Welt voller Magie. Die Menschen in Nomazu leben in dieser ihren Alltag, bis sich dunkle Schatten über die hübsche Küstenstadt erstrecken. Wie auch alle anderen Love Life Serien entstand Johanne the Pelion Sunshine in the Mirror im Studio Sunrise. Allerdings diesmal unter der Regie von Asami Nakatani, welche mit dem Werk nach dem Ensemble Star Film ihre zweite Regiearbeit ablieferte. Dabei bekam sie allerdings Hilfe von Sakurako Kimino, welche unter anderem die Autoren des Love Life School Idol Project, Love Life School Idol Diary und Love Life Sunshine Mangas ist und somit die perfekte Person für ein Spin-Off darstellt. Kasem Anime veröffentlichte hierzulande den Titel bei Aniverse, das habe ich ja ebenfalls schon gesagt, im Simulcast mit deutschen Untertiteln. Die Handlung von Johanne the Pelion Sunshine in the Mirror ist weder gut durchdacht, noch wirklich fesselnd. Die Geschichte ist zwar voller Wendungen, doch wirkliche Überraschungen und somit Plot-Twists bietet das Werk keine. Viele der Wendungen innerhalb der Serie sind offensichtlich und stellenweise sogar ins Detail vorhersehbar. Auch fehlt es dem Werk an emotionalen, starken Momenten, welche innerhalb der Geschichte auch Bestand haben. Viele Handlungen waren nämlich für den Moment zwar stark, verflogen aber dann wie Nebel bei einem morgendlichen Windhauch vor der Küste von Nomazu und hatten keinerlei Bedeutung für die Handlung. Wer zudem eine Fantasy-Geschichte erwartet hat, wird bei Johanne the Pelion Sunshine in the Mirror enttäuscht werden. Der Fantasy-Anteil bindet sich lediglich in wenigen Elementen sowie den Liedern innerhalb des Werkes. Das Setting von Johanne the Pelion Sunshine in the Mirror ist stellenweise sehr düster und unheimlich gestaltet, was mir persönlich sehr gefallen hat. Diese Dunkelheit und Kälte verleiht dem Anime eine sehr starke, einzigartige Atmosphäre und bietet einen guten Kontrast zur üblichen Sonnenscheinwelt in Nomazu, in welcher der Anime allerdings hauptsächlich spielt. Diese düsteren Elemente tauchen nämlich nur sehr dürftig in diesem Werk auf. Unabhängig davon ist diese Welt eine typische Slice-of-Life-Welt, welche in einer uns sehr ähnlichen Umwelt spielt. Anfänglich hat das Werk zwar mit den Charakteren gehadert und insbesondere Johanne nicht ganz so recht einbringen können, doch im Verlauf der Geschichte wurden die Charaktere in Johanne the Pelion Sunshine in the Mirror sehr, sehr gut entwickelt, bekamen ihre eigene Persönlichkeiten und Einzigartigkeiten und Komplexe vor allem, was diese sehr authentisch macht. Gerade Johanne, die Protagonistin, ist sehr sympathisch gehalten, welche den Zuschauer schnell in seinen Bann dann auch zieht. Aber auch die anderen Charaktere sind sehr gut geworden und tragen zur Geschichte bei. Wer bereits die Hauptserie kennt, wird hier gleich merken, dass die Charaktere abseits von Johanne meist ihrem Pendant zu Love Life Sunshine entsprechen. Die Animationen in Johanne the Pelion Sunshine in a Mirror, gerade was die Animation insbesondere in den Songs angeht, sind sehr detailliert und schön anzusehen. Zusätzlich kann sich das Werk mit sehr detaillierten und schönen Charakterdesigns brüsten. Die Welt, in der die Geschichte spielt, ist ebenso gut gestaltet, wenngleich aufgrund der limitierten Umgebung und sich wiederholenden Elementen diese nur bedingt ausgebaut werden konnten. Die Animationen der einzelnen Charaktere, Gegenstände und Maschinen sind liebevoll gestaltet worden und überzeugten in den bereits genannten Liedern insbesondere. Wenngleich die gesamte Show-Einlagen in CGI gestaltet sein muss, hat man dies nur wenig bis gar nicht nämlich bemerkt.
Die Musik ist in Johanne de Pelliens Sunshine in the Mirror als Alleinstellungsmerkmal das Wichtigste. So verwundert auch nicht, dass für diesen Spin-off Tatsuya Kato für die musikalische Untermalung zuständig war. Wem dieser Name nichts sagt. Tatsuya Kato macht neben der Musik von Johanne auch für Dr. Stone, Food Wars, Love Life Sunshine, Kämpfer, Fate Kaleidliner Prisma Ilia und viele weitere die Musik. Daher ist die sehr emotionale und stellenweise berührende musikalische Untermalung, welche perfekt zur Atmosphäre des Anime passte, auch nicht verwunderlich. Abseits dieser tollen Leistung und für die meisten Zuschauer wohl mehr im Fokus stehen natürlich die Lieder. Ganz voran das von Aquas, das prägnant am Anfang jeder Folge des Anime nämlich zu hören war, nämlich Genjutsu Mysterium, welches abendberaubend gestaltet wurde. Dann wären da auch noch Forever You and I, Lala, Yuki no Uta, welche ebenfalls grandiose Einlagen waren, und natürlich die unzähligen Solo-Songs von Johanne, gesprochen und gesungen von Aika Kobayashi, welche mit Far Far Away und weiteren Titeln diesen Anime verzauberte. Bezogen auf die Synchronisation kann ich nur sagen, dass ich nach wann kam Love Life Sunshine raus, 2016, also nach über 6 Jahren wieder die Stimmen zu meinen geliebten Idols hören durfte. Und auch nach dieser ganzen Zeit haben sie ihren Charme nicht verloren. Chika ist nach wie vor mir leicht nervig und im Gehörgang immer noch drin und Rikos Stimme klingt nach wie vor verzaubert. Aber natürlich übertrifft keine die einzig wahre Johanne. Was habe ich eigentlich von Johanne de Pelliens Sunshine in the Mirror erwartet? Nun, eigentlich hatte ich aufgrund der Trailer und des Namens einen Isekai-ähnlichen Anime erwartet, in dem Yoshiko irgendwie in eine magische Welt gelangt oder so. Hätte ja auch ein Traum sein können. Anfangs sah dies alles auch danach aus, verwandelte sich aber aufgrund des mangelnden Interesses bezogen auf die Dämonen und hier eine fesselnde Geschichte auszuarbeiten, schnell zu einem Slice-of-Life-Werk. Bin ich enttäuscht deswegen? Ja. Definitiv ja. Ist deshalb Johanne de Pelliens Sunshine in a Mirror ein schlechtes Werk? Nein. Ganz klares Nein. Der größte Kritikpunkt bei diesem Werk ist die Tatsache, dass keine wirkliche Geschichte vorhanden ist. Man begleitet Johanne einfach auf ihren Weg, erwachsen zu werden. Dazu kommen kleine, mysteriöse Ereignisse und das war's. Das kann gefallen, muss aber nicht. Hat es mir gefallen? Ja, irgendwie schon. Ich kann nicht sagen wieso, aber Johanne de Pelliens hat mir trotz seiner Mängel mehr Spaß bereitet als andere zeitgleich laufende Titel. Ich hoffe, meine Review zu Johanne de Pelliens Sunshine in the Mirror hat euch gefallen und kann euch jetzt etwas Hilfe leisten, ob ihr den Anime schauen wollt oder nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen doch einen Daumen nach oben und vielleicht habt ihr den Titel ja schon geschaut oder ihr möchtet einfach Feedback loswerden, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten abonniert doch diesen Kanal und stellt die Glocke auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne noch auf unserem Discord-Server besuchen, uns per PayPal, Patreon oder einer YouTube-Mitgliedschaft unterstützen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr natürlich ganz einfach das Video teilen und uns euren Freunden weiterempfehlen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao!